In diesem Video erfährst du, wie du in Google Dokumente ein automatisches Inhaltsverzeichnis erstellen kannst. Wir haben hier ein bisschen sinnlosen Beispieltext. Das kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, dass der auch sinnvoll sein könnte. Und wir haben da Überschriften drin und wir haben ein paar Abschnitte drin. Wir müssen zunächst Google Docs sagen, wo die Überschriften sind. Das machen wir, indem wir die quasi formatieren. Wir sagen, das ist eine Überschrift 1. 1 heißt jetzt nicht, ist keine Nummerierung in dem Sinn, sondern eine quasi eine Wertigkeit der Überschrift, also die Überschrift der höchsten Form. Das wäre alles jetzt hier Überschrift 1 und die Abschnitte, das wären dann Unterabschnitte, die wären dann alle Überschrift 2. Das soll es für das Beispiel hier schon mal gewesen sein. Wir gehen dann ganz an den Anfang, gehen auf Einfügen, ganz runter, Inhaltsverzeichnis. Und dann können wir das Format, das gewünschte Format wählen. Du siehst hier, wir haben jetzt hier ein automatisch formatiertes Inhaltsverzeichnis. Wenn wir jetzt hier irgendwas anpassen, zum Beispiel hier nochmal einen Abschnitt reinmachen. Machen wir ein Kapitel rein. Kapitel 9 nennen wir das mal. Und wir wählen hier natürlich wieder eine Überschrift. Dann siehst du, wird das jetzt nicht automatisch aktualisiert. Aber du kannst hier einfach reinklicken, dann hier auf dieses Reload-Icon klicken. Ja, und schon ist das entsprechend aktualisiert worden. Wenn du auf der ersten Seite das Inhaltsverzeichnis haben willst und der Rest auf der zweiten, dann kannst du hier auch noch einen Seitenumbruch einfügen. Das kannst du über Einfügen machen und Umbruch, Seitenumbruch oder du merkst dir hier die Tastenkombination. Nicht stören lassen, dass das Ganze jetzt hier unter Mac ist. Das Ganze funktioniert unter Windows identisch, denn Google Docs wird ja im Browser aufgerufen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass doch bitte auch ein Like und abonniere den Kanal. Schau dir auch das nächste Video an, was jetzt schon angezeigt wird. Wir sehen uns dort. Mach's gut, bleib gesund.